Hallo Leute, das ist Stefan, der Redakteur von der Website Tainess, und den Rest erklärt er euch besser mal selber. Ja, wir lernen uns übrigens über das Internet kennen. Ja, vielen Dank, Herbi, für die Einleitung und vor allen Dingen auch für die Einladung in deinen Kanal. Freut mich sehr. Ja, genau. Tainess.de ist eine Webseite, die sich mit Thailand beschäftigt. Selber war natürlich auch schon sozusagen ein paar Mal da in den letzten 15 Jahren und berichtet, aber hat auch das Anliegen, so ein bisschen die deutschsprachige Thai-Community miteinander zu vernetzen. Denn es gibt ja viele, die unterwegs sind im Web oder bei Facebook oder bei YouTube, zum Beispiel du. Und heute gibt es einen besonderen Grund, warum wir uns auch verabredet haben für dieses kleine Skype-Gespräch, nämlich ein Geburtstag. Nicht deiner, aber der von deinem Kanal. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Das erste Video, zumindest das erste Video, was sichtbar ist, hast du hochgeladen am 5. Juni 2015. Das heißt, dein Kanal wird in diesen Tagen 5 Jahre alt und dazu wollte ich einfach herzlich gratulieren. Oh, vielen Dank. Den Geburtstag hatte ich schon wirklich im Kopf. Ich kann mich an das erste Video noch gut erinnern. War gerade meine Frage. Weißt du noch, was das war, das erste Video? Ja, das war in Bang Sapan Noi im Pleu-Bungalow mit einer riesen Kamera und ich habe da rein und raus gezoomt und war ganz stolz. Und im Nachhinein betrachtet war das natürlich eine ziemlich chaotische Aktion. In der Tat, du kannst dich da perfekt dran erinnern. Bei Ja. so viel, also die Videozahl ist ja inzwischen dreistellig, aber das war tatsächlich das erste Video. Waren noch ein paar Filmsequenzen. Irgendjemand hat im Hintergrund dir auch beim Film die Kamera noch erklärt. Das ist auch noch drauf. Und es gibt noch keinen Herbie-Kommentar. Also du sprichst noch nicht, du filmst nur. Also deine, sag ich mal, doch. Das zeichnet ja so ein bisschen deinen Kanal aus. Du bist ruhig, du kommentierst ganz ruhig, es fliegen keine Arme durch die Gegend oder hektische Schnittbilder. Das fehlt noch im ersten Video. Das kam dann erst später dazu. Ja, und alles ziemlich verwackelt und ich habe dann mich mehr mit dem Hund beschäftigt und die Krebse beobachtet da im Sand. War schon eine lustige Angelegenheit. Ich habe noch einen kleinen Geburtstagstusch für dich. Was ist die typische Thailand-Musik zum ja. So, das ist dein Geburtstagstisch. Oh, klasse. Sehr sinnig. Da war ich heute Morgen auch noch. Ich vermisse das sehr. Im Moment kann man ja leider nicht nach Thailand reisen. Insofern habe ich mir den Tusch jetzt als Handymusik aufgenommen. Ja, wenn man das so rückbetrachtet, du hast ich habe mir das mal aufgeschrieben, nach 2 Jahren hast du 1000 Abonnenten. Inzwischen sind es 9000 Abonnenten, über 9000. Das ist ja schon eine Erfolgsstory. War das denn so geplant? Wolltest du den Kanal so groß machen, wie er inzwischen ist? Nein, am Anfang war überhaupt gar nichts geplant. Mein Freund Sandro, der brachte mich auf die Idee, einen YouTube-Kanal aufzumachen. Und ich sagte dann, ich mit meinen Technikkenntnissen werde das nie hinbekommen. Er meinte dann, na, ich helfe dabei und so, Technik mache ich. Und muss mich auch nochmal bei ihm bedanken. Also hat mir am Anfang sehr, sehr geholfen. Und wir haben auch heute noch ständigen Kontakt. Und geplant in dieser Größenordnung war das nicht. Und richtig angefangen habe ich ja dann so ein bisschen in den Raum zu machen. Dann hatte ich mal wieder keine Lust mehr, weil einfach der Erfolg nicht da war. Ich dachte, naja, wenn du ein paar Videos machst, hast du direkt 1000, 2000 Abonnenten. Was natürlich nicht an dem war. Und da hatte ich auch ein bisschen Interesse verloren. Zwischenzeitlich spielte meine Gesundheit auch nicht mit und habe dann auch mal wieder so Auszeiten gehabt. Aber trotzdem ist es ist dann doch immer weitergegangen und hat sich doch entwickelt. Jetzt inzwischen ist es ja schon fast mehr wie ein Hobby geworden, ne? Du hast ja deine Internetseite, du hast ein paar Veröffentlichungen, die man als E-Book sich angucken kann. Ich glaube, du verkaufst auch T-Shirts irgendwo noch im Internet. Aber das YouTube ist im Grunde inzwischen die Hauptbeschäftigung geworden, kann man sagen. Ist meine Hauptbeschäftigung geworden, die ich auch mit sehr viel Leidenschaft betreibe. Also meine Videos, die unterscheiden sich ja ein bisschen von den anderen. Ich bin sehr viel unterwegs, was auch meinem eigentlichen Naturell entspricht. Unterwegs sein, neue Sachen entdecken, immer auf Achse sein. Und ich muss leider feststellen, dass mir das immer ein bisschen schwerer fällt, je älter ich werde. Und ich hoffe, dass ich das auch lange machen kann. Ja. Weißt du auch, was das meistgeklickte Video ist?
Irgendwas mit 100.000 Aufrufen, aber ich habe vergessen. Ja, das meistgeklickte Video, ich habe es mir extra nochmal rausgeguckt und das bringt uns auch so ein bisschen zum nächsten Thema. Da geht es um Thailand. Ja, das ist jetzt nicht besonders verwunderlich auf deinem Kanal, aber es geht um die, ja, so ein bisschen um die Haltung der Thais. Die Thailänder werden unzufriedener. Das ist tatsächlich mit einem sechsstelligen über 100.000 Klicks das Video, was am meisten gesehen ist. Und das führt uns auch so ein bisschen zu unserem zweiten Thema. Das Video ist vom Oktober, also lange vor jetzt Corona-Krise und so. Und im Oktober war ich übrigens auch das letzte Mal in Thailand. In relativ kurzer Zeit sowohl in Pattaya als auch in Chonburi. Und zumindest für Pattaya, also die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, beim Verkehr, Transport, im Restaurant, in der Bar, war tatsächlich eine hohe Angespanntheit. Also man hat schon stark auf den Bart und auf den Umsatz geguckt. In Chonburi war es noch anders. Da waren die Leute freundlich, nett und so wie immer quasi. Ja, wenn vor 6 Monaten die Thailänder schon unzufrieden waren, wie ist das jetzt? Naja, wer Thailand kennt, die Thailänder kennt, der weiß, dass Thais sich mit Kritik sehr zurückhalten. Also öffentlich wird da selten was gemacht. Aber wenn ich dann so zuhöre, wenn die sich untereinander unterhalten, auf das Video kamen ja Reaktionen von wegen, Thailänder kennen keine Existenzängste, weil die nur von heute auf morgen denken. Da hat ein Umdenkungsprozess stattgefunden. Also die versuchen schon in die Zukunft zu denken. Die haben Existenzängste, gerade jetzt, wo so viele Arbeitsstellen verloren gegangen sind und wo in den Nachrichten immer wieder von Betriebsschließungen die Rede ist. Also, und vor allen Dingen auch diese kleinen Garküchen, die schließen ja reihenweise, weil die Leute gehen einfach nicht mehr essen. Teilweise wird auch wieder auf Holzkohle gekocht. Merkst du das denn auch jetzt im Umgang mit dir oder mit anderen Verrangs, dass es da eine größere Distanz gibt? Also Umgang mit Verrangs. Ich kenne hier in Wachuap eigentlich eine Handvoll Leute, also mit denen ich engeren Kontakt habe, denn bei den anderen sagt man sich Hallo und das war es eigentlich. Und im Umgang mit den Thais, ich kann ja nur im Moment eigentlich nur für Wachuap Kirikan sprechen. Also die Leute, die Thais, also die Einheimischen, die kennen mich und von daher mag ich gerne Veränderungen. Wir haben unsere eingefahrenen Wege, die kommen nicht, bestimmte Restaurants, bestimmte Cafés, wo wir einkaufen. Und hier sind die Leute nach wie vor freundlich, also hier absolut keine Probleme. In den, ich glaube, über 20 Jahren, in denen du in Thailand jetzt deinen Lebensmittelpunkt hast, gab es aber, glaube ich, so eine Ausnahmesituation wie jetzt noch nie. Selbst wenn es mal geputscht wurde oder so, so einen kompletten Lockdown des öffentlichen Lebens mit so großen Einschränkungen, das erlebst du, glaube ich, auch in Thailand zum ersten Mal. Also mit so großen Einschränkungen auf jeden Fall. Es gab ja vor vielen Jahren mal, da lebte ich noch in Angkor, gab es ja mal die Vogelgrippe. Und weit von mir weg in Chok Chai, da war auch so eine Hühnerzucht. Und da hatte die Bevölkerung dann auch schon Ängste, ne? Aber nicht in diesem Ausmaß, auf keinen Fall. Nangrong ist ein gutes Stichwort. Über 10 Jahre warst du da im Isan. Das ist eine, also ich bin da auch gerne und häufig. Muss aber ehrlich gestehen, so nach 1-2 Wochen freue ich mich dann auch wieder irgendwie aufs Meer und auf den Big Sea, wo es auch europäisches Brot gibt. Das ist ja eine irre lange Zeit gewesen. Das ist, glaube ich, der Ort, wo du am längsten warst während deiner über 20 Jahre. Ja, das ist richtig. Aber man muss dazu sagen, Nangrong war eigentlich meine Basis. Von da aus habe ich war ja wesentlich jünger noch und wesentlich fitter und hatte meinen dicken Chopper noch. Und von da aus habe ich mit meinen damaligen Motorradkumpels Touren durch ganz Thailand gemacht. Spätestens alle 3 Monate bin ich nach Pattaya runtergefahren. Nicht um Party zu machen, wie jetzt viele denken, sondern ich habe mal meine Bücher geholt. Ich brauche unbedingt Bücher. Ich lese praktisch in meiner Freizeit. Ich verschlinge die Bücher. Jetzt habe ich einen E-Book-Reader. Aber fast alle 3 Monate bin ich nach Pattaya runter und habe mal meine Bücher geholt. Da oben alte Kumpel zu treffen, die leider in der Zwischenzeit alle verstorben sind. Aber irgendwann war es dann doch zu langweilig oder nach 12 Jahren wolltest du nochmal eine neue Perspektive kriegen? Richtig, hat leider nicht so geklappt, wie ich mir vorstellte. Ich wollte nach 12 Jahren, ich habe da ein Haus gehabt, komplett eingerichtet, 3 Schlafzimmer, Küchenbereich, Wohnzimmerbereich und habe da alles verkauft und wollte dann mit der neuen Maschine nochmal durch ganz Thailand fahren.
Also überhaupt nicht mehr sesshaft sein für unbestimmte Zeit. Also hat man jetzt nicht gesagt, so, das ziehst du jetzt in einem halben Jahr oder einem Jahr durch, sondern wollte einfach unterwegs sein. So war es geplant. Und dann hat es mich ein paar Tage dicker erwischt, da Bandscheibenvorfall, Schwindelanfall auf dem Motorrad bekommen, umgekippt. Und dann der Bypass. Und ja, da brach für mich eine Welt zusammen. Und dann bist du erstmal in Jomtien geblieben. Nachher ging es nochmal in Isan, glaube ich, nach Konken und Korat. Und jetzt bist du aber schon wieder für deine Verhältnisse relativ lang in Praschuab. Ich glaube 2 Jahre, ne? Ja, für meine Verhältnisse bin ich jetzt lange in Praschuab. Irgendwo habe ich das Gefühl, angekommen zu sein, und manchmal dann, naja, dann beißen mich die Hunde, dann muss ich schon mal unterwegs sein. Ja. Also, es liegt mir irgendwie im Blut, dieses Vagabunden- oder Also, Zigeunerleben. Am Dienstag waren wir ja auch wieder unterwegs, ne, in den Fischerdörfern und sowas. Sowas macht man einfach Spaß. Ja, abseits der Wege fahren und dann auf einmal den Wow-Effekt haben und die Fischerbötchen mit den Leuten reden und so, sowas macht mir apropos reden, du sprichst richtig gut Thai. Das können wir alle, wenn wir deine Videos verfolgen, immer wieder mitbekommen. Ja, also im Verhältnis sozusagen, zumindest zu mir und glaube ich vielen deiner Abonnenten und auch vielen Thailand-Urlaubern und auch vielen Thailand-Residenten. Das hast du mal richtig gelernt in der Sprachschule oder hast du dir unterwegs sozusagen auf deinen Wegen angeeignet? Nein, also man muss denken, vor 21, jetzt fast 22 Jahren, als ich nach Chongqing kam, war auf den Märkten noch nichts ausgepreist. Also standen keine Preise da. Und am Anfang habe ich dann doch echt bluten müssen als Ausländer. Und das Erste, was ich gelernt habe, ist die Zahlen von 1 bis endlos. Und nachdem ich das hatte, dann habe ich angefangen mit Tauerei. Wie viel kostet das? Und da wurden die Leute auf dem Markt, da heißt tratschen gerne. Und da wurden sie auf den Märkten schon vorsichtig, da kommt der Verlangen, der spricht Thai, obwohl das an dem überhaupt nicht war. Ich konnte also gerade mal so ein paar Wochen verstehen und habe da immer mehr aufgeschnappt, auch durch Unterhaltungen. Und witzig war, dass die Mädels, mit denen ich eigentlich relativ guten Kontakt hatte, so, weil man sich ja nun mal dauernd begegnete, mir immer die falsche Betonung beibrachten. Unheimlich lange Zeit, die haben tierischen Spaß gehabt, die lachten immer und ich denke, oh, die finden toll, wenn du Thai redest. Ja, nee, die haben mich ausgelacht, weil ich das falsch, vollkommen falsch betont hatte. Hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich das rausgefunden habe, und war unheimlich lange gedauert, bis ich die falsche Sprache der Betonung wieder aus meinem Kopf raus hatte. Und Betonung ist ja in der Thai-Sprache wichtig. Das ist eine sogenannte tonale Sprache. Das heißt, es gibt Wörter, die erstmal eigentlich gleich klingen. Zu high ist so ein Beispiel für schön, ne? Wenn man das falsch betont, heißt es aber, glaube ich, genau das Gegenteil. Insofern ist das mit der Betonung entscheidend, um verstanden zu werden. Ja, sicher, aber manche Wörter kann ich auch nicht richtig betonen und die verstehen mich aus dem Satzzusammenhang raus. Also wenn ich manchmal sage, ich habe jetzt irgendwann mal gesagt, gib mir mal die Deng, wo war Kun Hai Deng? Und dann sagt die Karl, bist du jetzt vollkommen übergeschnappt, rotes, wo ist denn was Rotes hier? Aber ich meinte die Gurken. Ja. Okay. Dann habe ich sauren Gurken, dann aus dem Zusammenhang raus wusste sie dann, was sie meint war. Also da entstehen manchmal schon etwas lustige Situationen dann. Aber du hast das quasi wirklich selbst sozusagen dir beigebracht und durch die Kontakte, thailändischen Kontakte, die du hattest, ohne Sprachkurs, du bist sozusagen ein Autodidakt. Ist das die erste Sprache, die du so gelernt hast? Nein, nein, ich habe auch Spanisch auf diese Art und Weise gelernt. Und ich war ja früher in der Karibik unterwegs und da bekam ich damals noch nicht mal was zu essen. Und da war auch wieder Handlungsbedarf angesagt. Da habe ich dann die Grundbegriffe in Spanisch, außer Cerveza und so, was jeder drauf hat, hab ich dann erstmal die Grundbegriffe gelernt. Ja. 22 Jahre Thailand, dabei wird es auch bleiben in der Zukunft oder gibt es doch ab und zu mal die Überlegungen, nochmal zu ganz neuen Ufern aufzubrechen? Hatte ich am Anfang mal vor, oder vor einem Jahr, anderthalb, als wir in Kambodscha waren, da nochmal komplett neu anzufangen. Wenn es nicht anders geht, also wenn ich kein Visum bekommen würde oder aus anderen Gründen, würde ich es müssen. Also nach Deutschland gehe ich auf keinen Fall mehr zurück. Aber meine Planung sieht momentan so aus: irgendwo eine Basis haben, ob das nun Patchwork ist oder anderswo. Und dann möchte ich aber noch mal ein bisschen in Asien rumreisen. Also mit der Kai habe ich schon abgesprochen, dass wir eventuell mal nach Vietnam und Malaysia wollten wir uns ansehen.
Und sie möchte unbedingt mal nach Davos. Also geplant ist das, aber wer weiß, wann das jetzt realisiert werden kann. Apropos Planung, kommen wir vielleicht zum Schluss noch mal ein bisschen zum YouTube-Kanal zurück. Du planst inzwischen schon auch vor, was kommt nächste Woche, was habe ich für Themen oder entsteht das doch spontan? Letztens gab es ein Video mit dem Titel, glaube ich, Planen in Thailand ist sowieso für die Katz, weil es irgendwie immer anders kommt. Aber ich sag mal, um den Content auch herzustellen, also auch regelmäßig Updates zu machen, muss man ja schon ein bisschen vorausdenken. Also es ist ja jetzt nicht mehr so, du stehst morgens auf, holst die Kamera in die Hand und filmst irgendwas, sondern da muss man ja schon ein bisschen vorplanen, oder? Nein, ich plane überhaupt nichts. Gar okay. nichts. Überhaupt nichts. Bei mir kommt das ganz spontan. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Video das war. Da mittags, einfach mal unterwegs sein, glaube ich. Und wir haben morgens irgendwo gesessen, haben dann Wasser getrunken. Und da habe ich die Umgebung gesehen, also dass da Pflanzen waren und Früchte und so. Und mittags um 12 hat sich bei mir im Kopf so was angesammelt. Aber ohne wirkliches Konzept, wirklich nur so ein Rohentwurf. Und ich sagte zu der Karl, anziehen, ab die Post, zack, zack, jetzt wird Video aufgenommen. Und dann kam jetzt, während ich das Video aufnahm, kamen mir neue Ideen. Und die habe ich dann spontan umgesetzt. Also ich plane überhaupt nicht, ich habe auch absolut kein Konzept, um meinen YouTube-Kanal jetzt voranzubringen. Bei mir ist das alles spontan aus dem Bauch raus. Und das letzte Video, als wir da unterwegs waren, zu dem Fischerhafen, auch morgen spontan, Kaul anziehen, ab die Post. Wir fahren da und dahin, mal gucken, was da los ist. Aber vielleicht ist das auch das Erfolgsrezept. Also das ist ein sehr authentischer Kanal. Es ist eben nicht sozusagen, man merkt, das ist nicht für Wochen vorgeplant oder auch ausgerichtet auf, bei dem Thema kriege ich jetzt besonders viele Klicks oder so, sondern es ist, entwickelt sich halt. Es macht einen, glaube ich, unglaublich ehrlichen und soliden Eindruck. Und das ist möglicherweise schon auch ein Teil des Erfolgsrezeptes des Kanals. Ja, ist richtig. Außerdem muss ich ein ganz großes Lob an meine Community aussprechen. Also ich habe einen Anteil, 44% der Community guckt sich regelmäßig meine Videos an. Und wenn ich dann den Durchschnitt bei YouTube sehe, die YouTube redet davon, dass die Community sich maximal 10-15% ansehen. Also die Community von mir, die, die mir so die Treue halten. Also das, ich nehme das dann mal an, im stellvertretend, aber würde es Ihnen gerne auch zurückgeben von sozusagen, wenn ich das mal darf, der Community an dich für die Zeit. Das ist ja nicht nur das Drehen, das Hinfahren ins Fischerdorf und so, sondern du musst ja auch nachher das Video entsprechend nachbereiten. Es geht bestimmt auch mal was schief mit dem Ton, wo man sich nachher ärgert. Also da steckt schon viel Herzblut drin. Das merkt man deinen Videos an. Sie sind sehr authentisch. Sie bringen das Teilleben näher. Keine Hidden Cam, das finde ich ganz wichtig. Ne? Also läufst nicht mit der Hidden Cam irgendwie, bis ich der 70. der mit der Hidden Cam durch die Walking Street läuft. Insofern kann man das Dankeschön, dass du uns Thailand näher bringst, das kann man eigentlich nur sozusagen dir auch erwidern. Das ist, glaube ich, schon ein Beitrag dazu, auch ein bisschen mehr von den Thais zu verstehen und in diesen Zeiten auch ein bisschen Kontakt nach Thailand zu halten, wo wir alle im Moment da nicht hinreisen können. Also insofern toll, dass du der Community dankst, aber ich bin mir sicher, nicht nur ich, sondern ganz viele danken dir auch zurück. Ja, denke ich mal, weil so die Kommentare, die sind eigentlich immer sehr, sehr freundlich, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Genau, wir freuen uns insofern auf dein nächstes Hallo Leute in, sag ich mal, dem Vortrag stoischer Gelassenheit, mit dem du deine Videos kommentierst. Was es als nächstes gibt, wissen wir wahrscheinlich noch nicht oder kannst du schon was verraten, was so, weil es ja spontan ist normalerweise oder hast du doch irgendwas geplant? Das nächste Video ist ein älteres Video, habe ich glaube vor 2 Wochen auf YouTube hochgeladen und da war kein Ton drin. Dann habe ich das an den Support von YouTube weitergeleitet. Die bekamen das auch nicht auf die Reihe. Und dann habe ich mich selber nochmal dran gegeben, das nachbearbeitet, nochmal 5-6 Mal bearbeitet und habe den Fehler eigentlich nicht gefunden. Ich habe nur immer wieder andere Stellen rausgeschnitten. Der Ton, der Sound ist nach wie vor nicht der Sound, den man von mir erwartet. Aber ich bin zumindest zu verstehen. Also das wird das nächste Video werden dann. Da freuen wir uns drauf. Herzlichen Dank für das Gespräch heute. Vielen Dank, dass ich auf deinem Kanal zu Gast sein durfte. Es wird natürlich auch eine kleine Story
unter der Rubrik Thailand im Netz auf meiner Homepage, Webseite thainis.de geben, die, glaube ich, auch unten im Info verlinkt wird, wäre jedenfalls freundlich. Ja, herzlichen Dank und danke dir auch für die Verlinkung auf deiner Website und du wirst natürlich auch bei mir verlinkt. Ich habe ja schon mal auf deiner Seite, habe schon mal durchgeguckt, interessante Sache. Herzlichen Dank und ja, vielleicht bis bald auch nochmal via Skype auf YouTube. Alles klar, bis dann. Schönen Dank, Stefan.